So, meine lieben Freunde. Wir machen weiter mit Gothic 3 Enhanced Edition. Erstmal jetzt hier die Blutflieger ausschalten. Und dann werden wir ins nächste Dorf gehen. Ja, jetzt ist die genau... Ja, das ist einfach mal wieder typisch. Alter... Mal eben kurz nochmal schauen. Ja, in Geldern keine einzige Mission mehr. Ja, nach Trelis. Oder nach Nemora. Ich gehe erstmal nach Trelis, denke ich. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon in Trelis schon mal war. Ein bisschen laggedy-lag. Normalerweise ist hier mittlerweile auch, müsste hier mittlerweile wieder respawn sein, ist es aber nicht. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich dankbar, dass wir die Alchemiestadt verlassen können. Also das ging mir doch ein bisschen auf die Nerven, dass wir dort irgendwie gefühlt alle 5 Sekunden angemacht wurden, weil wir angeblich was geklaut hätten. Ich meine, natürlich haben wir auch was geklaut. Ja, man muss jetzt hier nicht einen auf Unschuldslamm machen. Aber dennoch. Das war nervig. Ich weiß gar nicht genau, wo es. Da geht's wahrscheinlich in diese andere Stadt. Ich gehe erstmal hier lang. Erstmal nach Trelis. Und das müsste es da links schon sein. Ah, Gobble. Verstehe ich das nicht, wieso das nicht trifft, also. Ich sollte vielleicht in absehbarer Zeit mal speichern. Mach ich jetzt. Ich habe ein bisschen Angst. Dass es uns nach hinten losgeht. Was willst du, Mora? Pass auf, wo du hier hintrittst, sonst verwisst du alle Spuren. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Und der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. Der Ork macht sich Sorgen um mich. Ist wahrscheinlich die da, ne? Da ist nichts zu holen. Na gut, guck ich mir das mal an. Ich habe schon gesehen, da ist jetzt erstmal eine Blutfliege. Vielleicht kriege ich jetzt mal wieder mal einen Kopfschuss hin. Natürlich nicht.
So, er meint, er hätte hier gefährliche Viecher gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier die Höhle ist, die er gemeint hat, ne? Offensichtlich kann es nur die Höhle sein, weil sie einfach direkt dahinter ist, aber vielleicht ist das zu offensichtlich. Säbelzahntiger habe ich auch noch nicht gesehen. Soll ich es versuchen? Ich versuch's einfach mal. Da! Da! Das Viech, ey. Ich habe übrigens gesehen, dass man seine Lebensenergie auch anpassen kann. Bei den Innos-Statuen. Ich glaube, das habe ich noch nicht ein einziges Mal gemacht. Ich weiß halt nicht, wie viel, ob 270 Lebensenergie, ob das viel ist oder wenig. Ich hoffe auf euch Gothic-Experten. Ich habe keine Ahnung. Oh, da sind noch ein paar mehr. Wow, jetzt einen Schuss habe ich noch. Also. Haben sich aufgehängt. Ja, das war gut. Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich jetzt meinetwegen schon 50 Lernpunkte im Laufe der Zeit in Lebensenergie gepumpt hätte, ob sich das irgendwie hier maßgeblich ausgewirkt hätte. Weil ich habe das Gefühl, ich bin im Nahkampf schon sehr, sehr schwach. Aus der gestreuten Axt. Aber ich weiß es halt nicht. Ich bin übrigens mal froh, dass diese Höhle hier nicht komplett dunkel ist. Dietrich. Ein Erzrohling. Speichern. Ich habe allerdings jetzt keine vermissten Bauern in der Höhle gesehen. Na gut, zwei Skelette. Vielleicht haben diese Säbelzahn-Tiger-Löwen, whatever. Vielleicht haben die Bauern bis auf die Knochen abgenagt, aber das bezweifle ich irgendwie. Vor allen Dingen sind es nur zwei und da war die Rede von fünf Bauern. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt! Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Also? Wird es wahrscheinlich noch weitergehen. Wahrscheinlich waren es die Rebellen. So, diese hier. Die Blutfliege. Wetten sind gesetzt. Schaffe ich es mit einem Schuss? Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Shit. Ich brech ins Essen, ey. Kackviecher. Ich glaube, ich heile mich einfach dagegen.
Ja, ich hab's ja schon gesehen, ne? Also man kann neben Krankheitsimmunität auch Giftimmunität erlernen, aber das kostet halt alles eine Hülle an Lernpunkten. Wir sind mittlerweile Level 42. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt des Spielfortschrittes besonders viel oder besonders wenig ist. Ich meine, ich mache halt alles relativ gründlich. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ weit ist. Aber ich weiß es nicht. Also was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass wir ab und zu jetzt doch mal in Lebensenergie investieren sollten. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie viele Mechaniken, die in Gothic 1 und 2 irgendwie noch so Standard waren, das muss man hier halt irgendwie überdenken, weil das hier halt nicht mehr so funktioniert. Ach, guck mal. Ein Wolf. Ist auch nicht so super gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil sie mich halt einmal haben treffen können. Das habe ich gepult. Ach! Dann noch einer. Ja. Nein. Da! Dieses Abdriften, ne? Dieses Umkreisen finde ich richtig anstrengend. Ich traue dem ganzen Hokuspokus hier nicht so richtig. Wundert mich auch, dass hier so eine, ja, so eine Ogerhöhle direkt vor einer Stadt der Orks zu finden ist. Da ist mit Sicherheit drei, das sind immer drei, mindestens drei Oger. Ja. Oh. Das sind mehr als drei Oger. Okay. Ja, liebe Leute,
Dann beende ich den Part an dieser Stelle. Wir kümmern uns um die restlichen Oger in der nächsten Folge. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao, Kakao.